Hallo YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen in meinem Fahrradkeller. Und ihr seht es schon, der Frühling naht, das bedeutet, neue Bikes braucht das Land. Was gibt es diesmal? Letztes Jahr gab es ein Mountainbike. Dieses Jahr, seht ihr es, gibt es einen reinrassigen Renner. Und zwar von B-Twin bzw. Fun Risel, wie es mittlerweile heißt. Egal wie man es nennt, bei beiden steckt der Sportgroßhändler Decathlon dahinter. Jetzt denkt ihr vielleicht, und ich dachte auch die ganze Zeit, Decathlon, ich weiß ja nicht. Die bauen solche Kinderfahrräder, die fallen garantiert morgen auseinander, naja. Und dann stieß ich auf dieses Bike, das Ultra 900 AF. Und wieso habe ich denn doch gekauft? Tja, ganz einfach, wegen den Komponenten. Wir haben hier keinen China-Schrott, wie ich das anfangs dachte. Nein, ich nehme euch mal gerade mit nach unten. Und wir haben tatsächlich eine Shimano 105er Gruppe. Und zwar Tutto Completo. Hinten Schaltwerk, 11-fach, Shimano 105 inklusive Kassette und Kette. Shimano. Vorne. Kompaktkurbel, zweifach, ebenfalls Shimano 105. Wir haben Bremsen, hier eine unterhalb der Kurbel angebrachte, die sieht man jetzt gar nicht so gut. Hol ich hier gleich mal mit. Und auch hier vorne Bremse aus der 105er Kollektion von Shimano. Ebenso Schaltbremsgriffe Shimano 105, das hier ist. Das ist nur Fussel. Da habe ich mich noch nicht auf die Schnauze mitgelegt. So, dazu haben wir einen Rahmen von B-Twin bzw. von Risel. Decathlon gibt auf den Rahmen, auf den Vorbau und auf den Lenker und ich glaube sogar auf die Gabel lebenslange Garantie. Ziemlich nice. Wenn man jetzt denkt, dass die größte Befürchtung können ja nicht die Komponenten sein, denn die sind ja Shimano, mein Gott. Die sind genauso gut oder schlecht wie überall. Jetzt könnte man halt denken, der Rahmen oder der Lenker oder der Vorderbau ist scheiße. Ja, aber lebenslange Garantie, das ist ein Wort, ne? Die Gabel vorne. Carbon. Beziehungsweise Carbon Blades. Und innen der Schaft ist aus Aluminium. Laufräder. Laufräder. Mavics. Der Mavic. Mavic Axiom. Das ist kein Scheiß, Leute. Das ist natürlich nicht High-End, das ist schon klar. Aber wenn ich euch gleich den Preis sage, schlackert ihr mit den Ohren. Reifen. Jetzt kann man sagen, na gut, da haben sie wahrscheinlich billige Reifen drauf gemacht. Irgendwo müssen sie ja sparen. Was haben wir? Michelin. Michelin Pro 3 Race. Das ist ein Franzose. Kommen da französische Reifen drauf. Jetzt sagt ihr, wie ein Franzose, warum soll das ein Franzose sein? So ein Chinese. Nein, Leute, ist kein Chinese. Auch da bin ich positiv überrascht worden. Mal sehen, ob wir das hier eingefangen bekommen in der Kamera. Made in France. Tatsächlich. Hergestellt in Frankreich. Klar, die Komponenten kommen aus aller Welt, das ist mir schon klar. Die Shimano-Gruppen kommen im besten Fall aus Japan, im schlechtesten Fall aus China. Der Rahmen wird wohl auch nicht in Frankreich geschweißt werden, ist schon klar, aber das macht niemand mehr. Außer super teure Carbonrahmen oder einfache Stahlrahmen. Aber das Teil wird in Frankreich zusammengebaut. Und ich sag mal, für diese Komponenten, oder für diesen Preis besser gesagt, hier haben wir noch ein kleines Schildchen. Designed and tested in Flanders, aber nicht Flanders Holland, sondern Flandern Frankreich. Nord-Pas-de-Calais, da wo die Sties wohnen. Was hat der Spaß gekostet? Ah, Sattel, okay, Sattel ist eine einfache Version, das gebe ich zu. Sattel ist B-Twin Eigenmarke. ErgoFit System, wie gut oder schlecht er ist, muss man noch testen, weiß ich nicht. Dabei war übrigens noch eine Klingel. Auch ganz nett. Warum denn nicht? Costa
999 Euro, regulär. Van Rysel, Ultra 911. Geht doch mal, wenn ihr Interesse an diesem Bike habt, in den nächsten Decathlon eurer Wahl. Und schaut mal, ob sie das Ultra 900 AF noch mit B-Twin-Schriftzügen haben, statt mit Van Rysel. Geändert hat sich meiner Meinung nach nichts. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Bremse von unter der Gabel nach oben gerutscht ist. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Und halt neue Schriftzüge. Denn dieses Bike bekommt ihr, wie es hier steht, mit B-Twin-Schriftzügen für 789 Euro. Leute, was bekommt ihr für 789 Euro bei der Konkurrenz? Nicht das. Keine 105er, keine Carbongabel, nada. Keine lebenslange Garantie auf den Rahmen, Vorbau und Lenker. Also ich würde sagen, 789 Euro ist ein Schnäppchen. 999 Euro sind fair für das Gebotene. Gut, Pedale, klar, sind noch die Auslieferungspedale drauf. Da kommen natürlich noch Clickies drauf, ist schon klar. Die sind nicht dabei, aber wo sind die denn schon dabei? Narben. Mehrweg vorne, Mehrweg hinten. Also wirklich kein Scheiß. Und UCI zertifiziert. Auch noch. Das heißt, auch noch renntauglich. Also, wenn ihr ein Rennrad sucht und keine 2000 Euro ausgeben wollt, oder ich sag mal mit den kommenden 1500, dann schaut euch doch mal im Decathlon um. Vielleicht gefällt es euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe das Ganze jetzt hier noch in meinem Text eingespannt, denn draußen ist noch leider kein Frühling eingekehrt. Pisswetter. Deswegen geht es erstmal auf die Rolle. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.